für alle, die den Dreh raus haben. Jetzt mit der Öffnerkundenkarte doppelsparen. 20% plus 20% bis 24. Dezember. Einen wunderschönen guten Abend und herzlich willkommen zu den aktuellen Nachrichten hier bei München TV. Wir starten mit Ihnen in die neue Woche mit diesen Themen. Kein Geschenk. Warum Hunde und Katzen nichts unter dem Weihnachtsbaum verloren haben. Odo Fröhliche. Diese Regeln gelten bei den Gottesdienstbesuchen in München. Und dritte Liga 1860 und Ex-Kapitän Mölders trennen sich. Tüggitsche München sucht weiter neuen Trainer. Alle Jahre wieder. Vor allem bei vielen Kindern stehen sie oft ganz oben auf der Weihnachtswunschliste. Haustiere. Ob Hund, Katze oder Hamster. Ein paar Tage nach dem Fest folgt nicht selten die Erkenntnis, dass die Anschaffung vielleicht doch ein Fehler gewesen sein könnte. Sei es, weil das abendliche Gassigehen auf einmal nervt oder der Hamster nur nachts auf Hochtouren kommt. So landen viele Haustiere am Ende im Münchner Tierheim. Dort gibt es zur Weihnachtszeit einen Vermittlungsstopp. Aus Riem berichtet Vanessa Schösser. Süß und flauschig. Zu Weihnachten steht bei vielen Kindern ein Tier auf dem Wunschzettel. Aber ein Haustier muss gut überlegt sein. Ich finde es wahnsinnig wichtig, dass weder zum Geburtstag noch zu Weihnachten noch zu Ostern noch zu sonst was ein Tier einfach so verschenkt wird. Das muss wirklich der Familienrat tagen und es müssen Profis mit hinzugezogen werden, wenn man nicht viel Erfahrung hat, weil das ist ein Familienmitglied. Man setzt ja auch nicht einfach so ein Kind in die Welt und ein Hund oder eine Katze oder was auch immer. Das ist einfach ein Wesen, das ganz viel Aufmerksamkeit und eben auch Geld braucht und Zeit ganz besonders. Und das muss so gut überlegt werden, das wird nicht einfach unterm Weihnachtsbaum serviert. Nach dem Weihnachtsfest werden hunderte Tiere wieder in den Tierheimen abgegeben. Im schlimmsten Fall werden die Tiere sogar einfach ausgesetzt. Deshalb gibt es auch im Münchner Tierheim einen Vermittlungsstopp. Wir haben tatsächlich einen Vermittlungsstopp vom 20. bis zum 24.12. Das einfach, um Kurzschluss Überraschungsgeschenke zu verhindern. Es ist nicht sinnvoll, ein Tier zu Weihnachten zu verschenken und es ist auch nicht sinnvoll, jemanden mit einem Tier zu überraschen. Man muss immer schauen, dass Mensch und Tier gut zusammenpasst und dass sich auch die Richtigen finden und dass das auch ins Leben passt. Und ansonsten, ja, dann, wenn das alles geklärt ist, dann ist es wunderbar, wenn man ein Tier nimmt. Schon allein durch Corona werden die Tierheime immer voller. Viele haben sich in der Homeoffice-Zeit ein Haustier angeschafft und müssen jetzt wieder zurück an ihren Arbeitsplatz, weshalb für das Tier keine Zeit mehr ist. Mein Appell ist wirklich an alle da draußen, liebe Leute, bitte, 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 an Weihnachten überlegt euch das nochmal. Keine Tiere verschenken. Haustiere gehören nicht unter den Weihnachtsbaum. Das ist auch die beschissenste Zeit, um sich einen Welpen nach Hause zu holen. Ihr habt Weihnachtsferien, die Familie ist da, man hat überhaupt keine Zeit, sich um so einen kleinen Hund, eine kleine Katze zu kümmern. Macht das irgendwann mal im Frühjahr oder im Sommer. Aber jetzt einfach nur Liebe, paar kleine Geschenke, habt Zeit füreinander, aber lasst die Tiere nicht unter den Weihnachtsbaum. Bitte, bitte, bitte. Eine schöne Alternative sind Tierpatenschaften. Vielleicht reicht aber auch einfach schon das Plüschtier. Wir bleiben beim Thema Weihnachten, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer. Vielleicht haben Sie in Ihrem Gemeindeblatt schon nachgeschaut, wann welcher Weihnachtsgottesdienst in Ihrer Kirche stattfindet. Und vor allem, in welcher Form. Wegen der anhaltenden Corona-Lage sind viele Kirchengemeinden kreativ und lassen sich einiges einfallen, damit die Gottesdienste abgehalten werden können. Vom Gottesdienst an der frischen Luft bis hin zu Livestreams aus den Kirchen. Luise Off mit einem Überblick. Der Christbaum in der St. Maximilian-Kirche darf jetzt schon festlich leuchten. Nur noch wenige Tage bis Heiligabend. Da wird es für viele jetzt schon Zeit zu planen, wie denn in diesem Jahr die Weihnachtsmesse gefeiert wird. Das wichtigste Element ist, dass wir nicht einen Gottesdienst feiern, wo wir viele Leute bündeln in der Nacht, dann in der Dunkelheit. Bei uns ist ganz dunkel in der Christmette, nur die Kerzen. Sondern wir feiern den ganzen Tag Christmitten. Wir fangen heinun um 12 Uhr mittags an mit dem ersten Gottesdienst. Dann ist den ganzen Nachmittag sind Gottesdienst-Tee für Familien mit Kindern. Mehrere eben, beginnend um 2 Uhr, 3 Uhr Musik, 16 Uhr, um das Ganze zu entzerren. Die Corona-Regeln sind in jeder Kirche unterschiedlich. Die Erzdiözese München erklärt,
Die aktuelle 15. Bayerische Infektionsschutzmaßnahmenverordnung eröffnet den Pfarreien die Möglichkeit, je nach örtlicher Situation in eigener Verantwortung zu entscheiden, welche Vorgehensweise vor Ort sinnvoll ist. Einige Kirchen streamen auch in diesem Jahr wieder die Weihnachtsgottesdienste. Bei anderen gibt es Regelungen von 3G bis hin zu 2G+. Eines ist allen wichtig, das Infektionsrisiko soll so gering wie möglich gehalten werden. Ganz viele Gottesdienste werden live gestreamt oder ins Internet gestellt. Also um auch den Menschen die Möglichkeit zu geben, um Gottesdienst zu verfolgen, die jetzt sich nicht aus dem Haus trauen oder aus dem Haus wagen. Also auch diese Möglichkeit haben wir. Ich sage mal, jede, der oder die einen Gottesdienst sehen möchte, wird einen Gottesdienst finden am Heiligen Abend. Die Christmette in der Frauenkirche mit Kardinal Marx wird live gestreamt. München muss ab Mittwoch die Vergabe der Impfstoffe einteilen. Der Grund sind eingeschränkte Lieferungen von BioNTech seitens des Bundes. Menschen, die über 30 Jahre alt sind, bekommen bei Erst- und Auffrischungsimpfungen den Impfstoff Moderna. Ausgenommen sind Schwangere und Stillende. Wenn der Impfzyklus mit BioNTech begonnen wurde, wird für die Zweitimpfung ebenfalls BioNTech verwendet. Auch Menschen unter 30 Jahren bekommen diesen Impfstoff. Kurz vor dem nächsten Bund-Länder-Treffen am morgigen Dienstag hat sich heute Ministerpräsident Markus Söder zu Wort gemeldet. Mehr dazu jetzt von Franziska Troger. Hier ist Corona in Bayern. Bayerns Maßnahmen gegen die Delta-Variante scheinen zu wirken. Die Sorge vor Omikron aber wächst. Im Freistaat gibt es aktuell 68 bestätigte Fälle, so Ministerpräsident Markus Söder heute Mittag in einer Videokonferenz. Die Frage ist jetzt aber, was droht uns nach den jüngsten Medienberichten? Was droht uns? Droht uns eine Welle oder droht uns erstmal tatsächlich eine Corona-Wand, wie sie vielleicht nur bei der ersten Welle war? Also gehen wir quasi zurück wie auf den ersten Standpunkt mit einer völlig neuartigen Situation. Die Signale, die gesetzt sind, sind widersprüchlich. Laut Corona-Expertenrat der Bundesregierung bringe Omikron eine neue Dimension in das Pandemiegeschehen. Das Gremium schlägt daher unter anderem Kontaktbeschränkungen vor. Einen Lockdown vor Weihnachten schließt Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach hingegen aus. Morgen wollen Bund und Länder über das weitere Vorgehen beraten. Söder will dann vor allem Klarheit. Wir müssen genau klären, wie gefährlich dann Omikron ist und daraus auch die richtigen Maßnahmen treffen. Taktik hilft nichts. Wir müssen vor die Welle kommen. Nicht, dass wir irgendwann Mitte, Ende Januar vor einem absoluten Desaster stehen. Braucht es einen Lockdown? Wenn ja, wie hart? Welche Maßnahmen sind wichtig? Und was versteht man unter Kontaktbeschränkungen? Im Falle größerer Schließungen fordert Söder neue Hilfsmaßnahmen für betroffene Branchen. Außerdem müsse man über Schulen sprechen, falls Omikron für Kinder und Jugendliche gefährlicher sei. Großbritannien ist seit heute ein Virusvariantengebiet. Wer von dort nach Deutschland einreist, muss 14 Tage in Quarantäne. Auch Geimpfte und Genesene. Die Quarantäne kann nicht verkürzt werden. Außerdem ist bei der Einreise ein negativer Test vorzulegen. Bayern verschärft die bundesweiten Regeln zusätzlich. Gesundheitsminister Klaus Holleczek erklärt schriftlich: Für Einreisende aus Bayern reicht nach der Bayerischen Allgemeinverfügung Testnachweis ein bloßer Antigentest nicht mehr aus. Die Einreisenden aus Virusvariantengebieten müssen sich zusätzlich bei oder unverzüglich nach der Einreise mittels Nukleinsäurenachweis auf das Vorliegen einer Infektion mit dem Coronavirus SARS-CoV-2 testen lassen, PCR oder weitere Methoden der Nukleinsäureamplifikationstechnik, und brauchen einen entsprechenden Testnachweis. Außerdem müssen Einreisende mit Wohnsitz oder Aufenthaltsort in Bayern zusätzliche PCR-Tests an Tag 5 und Tag 13 ihrer Quarantäne machen. Stellen Sie sich vor, Sie haben eine neue Wohnung angemietet, ziehen dort ein und finden plötzlich jede Menge Bargeld. So ist es jetzt einem 44-jährigen Mann in Leim ergangen. Hinter einer Heizung hatte der Neumieter einen Umschlag gefunden, der an die Vormieterin adressiert war. In dem Umschlag befanden sich über 20.000 Euro in Bar. Der Mann brachte das Geld zur Polizei. Die 61-jährige Vormieterin konnte ausfindig gemacht werden. Sie wird inzwischen betreut.
Die mehr als 20.000 Euro kommen nun auf ihr Konto. Den 44-Jährigen erwartet ein Finderlohn. Und jetzt die weiteren Meldungen dieses Montags. Hier sind unsere Kurznachrichten kompakt zusammengefasst von Vanessa Schösser und Mario Herb. Gestellt. Eine Woche nach dem tödlichen Angriff auf einen 17 Jahre alten Jungen am Rosenheimer Platz ist nun auch der zweite Tatverdächtige festgenommen worden. Wie die Münchner Polizei mitgeteilt hat, kam der 15 Jahre alte Jugendliche am Sonntagnachmittag zusammen mit seinem Vater und seinem Bruder zur Polizeiinspektion in Neuperlach. Dort hat er zugegeben, bei der Tat beteiligt gewesen zu sein. Im Rahmen der intensiven kriminalpolizeilichen Ermittlungen konnte bereits am Donnerstag ein 16 Jahre alter Münchner festgenommen werden. Neue Baureferentin. Anna Hanusch, die Fraktionsvorsitzende der Rathausgrünen und des Bezirksausschusses Neuhausen-Nymphenburg, soll die neue Baureferentin werden. Die Fraktion hat vorgeschlagen, dass die 44-Jährige ab dem Sommer das Amt übernimmt und damit die Nachfolgerin von Rosemarie Hingerl wird. 2008 wurde Anna Hanusch für die Grünen in den BA Neuhausen-Nymphenburg gewählt. Seit 2020 ist sie zudem Stadtratsvorsitzende. Weihnachtsflieger. Rund 10.000 Flugzeuge starten zwischen Heiligabend und dem 9. Januar 2022 vom Münchner Flughafen. Dabei fliegen die Fluggesellschaften weltweit 145 Ziele an. An Heiligabend selbst sind rund 800 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des Bodenpersonals im Einsatz. Mit knapp 460 Starts führen die meisten Flüge in den Weihnachtsferien nach Spanien, knapp gefolgt von Italien. Die gute Nachricht des Tages kommt heute aus der Maxvorstadt, meine Damen und Herren. Die Sanierung der Glyptothek am Königsplatz ist abgeschlossen. 3 Jahre lang haben die Arbeiten gedauert. Jetzt erstrahlt das älteste Museum Münchens mit seinen griechischen und römischen Skulpturen wieder in vollem Glanz. Nicht nur wurde die ursprüngliche Fassade der Glyptothek nach den Originalplänen wiederhergestellt, sondern auch im Innenbereich hat sich einiges getan. Es sind zum Beispiel 45.000 Meter Kabel und Leitungen neu verlegt worden, um die Sicherheitstechnik und die Beleuchtung auf Vordermann zu bringen. Auch der Toilettenbereich wurde umgestaltet. Rund 17 Millionen Euro hat die Sanierung der Glyptothek gekostet. Zu unserem nächsten Thema. Viele Seniorinnen und Senioren werden auch in diesem Jahr die Weihnachtsfeiertage allein verbringen müssen, weil sie niemanden haben. Um diese einsamen und zum Teil auch bedürftigen Menschen kümmert sich der Münchner Verein Ein Herz für Rentner. Damit die Seniorinnen und Senioren gerade jetzt in der Corona-Zeit rauskommen und sich mit anderen austauschen können, findet alle 2 Wochen ein geselliger Kaffeeklatsch statt. Aurora Berischer und Mario Herb berichten. Ein Haferl-Kaffee als Muntermacher und gegen die Einsamkeit. Der Verein Ein Herz für Rentner bringt isolierte Seniorinnen und Senioren zusammen. Ein Angebot, das gerade in München dringend notwendig ist. Denn hier ist die Altersarmut besonders präsent. Im Jahr müssen 3.000 Senioren aus der Stadt München wegziehen aufs Land, weil sie sich hier einfach das Leben in der Stadt nicht mehr leisten können. Und das ist natürlich ganz, ganz schlimm. Das kann man sich vorstellen, wenn man 40, 50 Jahre oder länger in München gewohnt hat, sein soziales Umfeld hat, seine Ärzte hat, auch seine Freunde hat und wird dann wirklich regelrecht wie ein Baum verpflanzt. Ist das für die ganz, ganz schlimm? Alle 2 Wochen treffen sich die Seniorinnen und Senioren des Vereins in der Atelierstraße am Ostbahnhof zum Kaffeeklatsch. Hier gibt es kostenlos Kaffee und Kuchen, vor allem aber Möglichkeiten, Kontakte zu knüpfen und neue Freundschaften zu schließen. Ich habe nie das Gefühl gehabt, irgendwo, auch wenn ich eine Unterstützung auf finanzieller Art benötigt habe, als Bittstellerin zu kommen. Man lebt anders, man ist wieder froher und zufrieden auch, aber man kommt unter Leute. Das habe ich alleine nicht mehr so geschafft. Meine Männer sind alle tot jetzt. Es hilft ein bisschen gegen die Einsamkeit. Ein Herz für Rentner unterstützt alle in Armut lebende Seniorinnen und Senioren, die in Deutschland gearbeitet und in die Rentenkasse eingezahlt haben. Unsere alten Menschen leben leider so am Rand, also die sind einfach nicht so sichtbar. Und uns ist es ein ganz, ganz großes Anliegen, sie in die Mitte unserer Gesellschaft zu rücken, weil sie haben unheimlich viel für unser Land getan. Und sie verdienen unseren größten Respekt und unsere Anerkennung, unsere Unterstützung. Beim Verein gilt deshalb, wer einmal unterstützt wird, gehört direkt zur Ein Herz für Rentnerfamilie und das bis ans Lebensende.
Zum Sport. Beim TSV 1860 München hat es die erwartete Trennung von Ex-Kapitän Sascha Mölders gegeben. Vor zwei Wochen wurde der 36-Jährige wegen mangelnder Fitness aus dem Mannschaftskader genommen. Auch eine Rolle als Ein- und Auswechselkandidat wollte der Stürmer nicht akzeptieren. Mölders spielte seit 2016 für die Münchner Löwen und bestritt 212 Spiele, in denen er 82 Tore erzielte. Jetzt einigten sich der TSV 1860 und Sascha Mölders auf eine sofortige Auflösung des bis zum Saisonende laufenden Vertrags. Wir bleiben beim Fußball und auch in der dritten Liga. Türkgücü München hat eine bewegte Hinrunde hinter sich. Als Aufstiegskandidat wurde Türkgücü vor dem Saisonstart gehandelt. Doch die Mannschaft steht nur einen Platz vor der Abstiegszone. Zwei Cheftrainer mussten vorzeitig gehen und in den vergangenen Wochen betreute der Co-Trainer das Team. Bis Weihnachten soll bekannt gegeben werden, wer neuer Trainer bei Türkgücü München wird. Valentin Selim und Daniel Stock berichten. Türkgücü München tut sich schwer in dieser Spielzeit. Im zweiten Jahr in der dritten Liga geht der Blick statt wie erhofft nach oben eher nach unten. Türkgücü steht als 16. nur einen Platz vor dem Abstiegsbereich. Seit drei Spielen leitet Co-Trainer Alpar Kanabuya übergangsweise die Mannschaft. Natürlich war es was Besonderes für mich. Ich war zwar hier schon mal Cheftrainer, aber es war ein paar Ligen drunter. Es war eine große Erfahrung für mich, auch gerade mit den Spielern natürlich, aber die haben mich sehr unterstützt und auch im Trainerteam war auch sehr wichtig. Drei Trainer gab es allein in der Hinrunde. Nach 10 Spielen wurde Peter Ruhmann entlassen. Es folgte Peter Hyballa für 7 Spieltage. Alpar Kanabuya konnte nur bis zur Winterpause einspringen, weil er keine Fußballlehrerlizenz besitzt. Bis Weihnachten soll ein neuer Cheftrainer gefunden werden. Es liegen 2 Trainern Angebote vor. Wir stimmen nur noch die finanziellen Rahmenbedingungen ab. Dann hoffen wir, dass wir in die Vertragsgestaltung gehen können. Man muss natürlich erstmal schauen, was der Trainer für Pläne hat. Ich werde ihm meine Eindrücke sagen und dann glaube ich, wenn man dann das Diskutieren anfängt, dann findet man zusammen eine Lösung. Wie gesagt, ich hatte noch kein Gespräch mit einem neuen Trainer. Ich weiß es auch nicht, wer es wird. Und ich werde ihm einfach meine Eindrücke mitteilen und dann denke ich, werden wir eine gute Lösung finden für die Zukunft. Am 15. Januar geht es in der dritten Liga weiter. Dann mit dem 4. Trainer bei Türkgücü München in dieser Saison. Die Münchner Krippenfreunde haben gerade jetzt so kurz vor Weihnachten alle Hände voll zu tun. Sie kümmern sich um die Krippen in den Münchner Kirchen. Auch Krippenbaukurse werden angeboten. Doch der Verein, der zu den ältesten Krippenvereinen Deutschlands gehört, hat ein Problem. Der Vorstand fehlt. Meine Kolleginnen Laura Colucci und Ann-Sophie Ludwig haben die Münchner Krippenfreunde getroffen und mal nachgefragt, was so ein Vorstand alles können muss. Hier in der Krippelwerkstatt der Münchner Krippenfreunde wird alles noch mit Hand gefertigt. Für Krippenbauer Jürgen Miller eine große Leidenschaft. Ich bin jetzt 5-Jähriger schon ehrfurchtsvoll von so einer Krippe gestanden und heute finde ich es ganz toll, dass ich sowas auch selber bauen kann. Und möchte es auch gern weitergeben und versuche es auch über den Weg, dass ich den Leuten das lerne, dass die dann auch stolz sind, selbst eine gebaute Krippe zu haben. Auch Laien können sich hier verwirklichen und eine eigene Krippe bauen. Materialien sind ausreichend vorhanden und alle Tüftler herzlich willkommen. Mir ist wichtig, dass die Menschen draußen mitnehmen, dass das erstens mal Spaß macht. Dass es für viele, ich habe auch Kursteilnehmer, die sagen, das ist für mich wie Meditation. Wenn ich da davor sitze und im Klein-Klein was tüftel, vergesse alles um mich herum. Und vielleicht, dass die Leute die Scheu verlieren, mal handwerklich was zu machen und das Erleben mit den Fingern was zu bauen, wo man nachher drauf stolz ist. Seit 1917 gibt es die Münchner Krippenfreunde. Übrigens einer der ältesten Krippenvereine Deutschlands. Für die Krippenfreunde ist es wichtig, die Tradition aufrechtzuerhalten. Jedoch wird dringend ein Vorstand gesucht. Unser Vorstand soll repräsentieren nach außen. Er muss die Fäden bei sich zusammenführen und den Verein zusammenhalten. Wir haben sehr viele Aufgabengebiete. Es ist nicht nur Krippenbau, wir machen viele Klosterarbeiten. Wir versuchen, andere Traditionen auch aufrechtzuerhalten, die münchnerisch sind. Und wir brauchen einfach jemand, der die Verantwortung übernimmt und nach außen hin auch unseren Grundsatz des Krippenbauens weiterträgt. Für Nadine Kagerer gibt es beim Krippenbauen kein richtig oder falsch. Wichtig für sie die Individualität. Ob es jetzt eine alpenländische ist oder ob es jetzt eher ein orientalisches ist, ob man sich ganz zurückhält in die Geburtsgrotte
also den Ursprung der Krippe. Ob man sagt, ich bin jetzt nur minimalistisch und habe nur das Holz da und interpretiere meine Krippe für mich hinein. Und ich habe zum Beispiel eine Krippe im Altmünchner Stil, weil ich selber das Münchner Quant trage. Es ist meine Krippe. Die gibt es nur einmal auf der Welt in dieser Form. Und wo hat man das, dass man so viel Individualität, Kreativität und tiefe Freude zusammenbringt? Die Krippenfreunde sind das ganze Jahr lang aktiv. Im Februar werden die nächsten Krippenbaukurse angeboten. Der Kreativität sind dann keine Grenzen gesetzt. Viermal werden wir noch wach, dann ist endlich Heiligabend. Und die große Frage lautet, wie wird das Weihnachtswetter? Mit Schnee wird es bei uns in München wohl auch in diesem Jahr nichts. Die genauen Aussichten gibt es gleich hier nach einer ganz kurzen Pause. Wir sind in Kürze wieder zurück, versprochen. Das war's. Moderne Zahnmedizin zu fairen Preisen. Ihr Zahngesundheitszentrum Dr. Behrendt. Zahn-gesundheitszentrum.de. Für alle, die den Dreh raus haben, jetzt mit der Öffnerkundenkarte doppelt sparen. 20% plus 20% bis 24. Dezember. Sauberes Wasser ist die Lebensgrundlage auf unserem Planeten. Wir Menschen verbrauchen aber nicht nur viel Wasser, sondern sind auch für 98% der Verschmutzung verantwortlich. Das können wir besser. Mit Sanus Life tauchen wir gemeinsam in ein Ökosystem ein, bei dem Mensch, Natur und nachhaltige Produkte gleichermaßen im Fokus stehen. Bestelle jetzt deinen EKAYA Wasserfilter und starte in eine nachhaltige Zukunft. Mit Sanus Life lebst nicht nur du selbst gesünder, du schaffst auch sauberes Trinkwasser auf der ganzen Welt. Und das mit jedem einzelnen Tropfen. Sagen Sie uns Ihre Meinung. Diskutieren Sie mit uns auf facebook.com/münchentv. Der Facebook-Auftritt von München TV. Interaktives Programm und Livestream aus Ihrer Stadt. Und damit willkommen zurück zu München heute, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer. Plätzchen backen, Lebensmittel einkaufen und die letzten Weihnachtsgeschenke besorgen. In den Tagen vor dem Fest steht noch vieles auf dem Zettel. Wenn Sie trotzdem noch ein bisschen Luft haben, dann ist bei unseren Veranstaltungstipps vielleicht etwas für Sie dabei. Zusammengestellt von Laura Colucci. Translunar. Warum nicht mal abtauchen in die Tiefen des Alls? Das ganze Universum auf die Ohren gibt es in dem neuen Podcast der Volkssternwarte München. In den Folgen informieren Experten über die neuesten astronomischen Ereignisse. Außerdem werden astrophysikalische Zusammenhänge erklärt und beschrieben, was es am Himmel momentan zu beobachten gibt. Circa alle zwei Wochen gibt es eine neue Folge. Den Podcast gibt es auf der Homepage der Volkssternwarte. Die Geheimnisse der Tiefe. Das Deutsche Museum in München bietet eine ca. 400 Quadratmeter große Ausstellung, die sich ausschließlich auf die Meeresforschung konzentriert. Von den Anfängen der Forschung bis zur modernsten Technologie kann alles bestaunt werden. Dabei können sich Besucherinnen und Besucher eigenständig mit einem Forscherbogen informieren und durch die Ausstellung bewegen. Geöffnet ist die Ausstellung täglich von 9 bis 17 Uhr. Zu beachten ist unter anderem die 2G-Plus-Regelung wie auch das Tragen einer FFP2-Maske.
Eisstockschießen. Im Löwenbräukeller Biergarten am Stiegelmeierplatz kann man noch bis zum 23.12. Eisstockschießen. Die Eisstockbahnen für maximal 12 Personen können online gebucht werden. Gespielt werden darf bis zu 3 Stunden. Um die weihnachtliche Stimmung abzurunden, gibt es zudem Getränke oder Wurstgutscheine. Die Eisstockbahn kann von 14 bis 21 Uhr gebucht werden. Auch hier gelten die 2G-Regeln. Tatort Schauburg. An der Schauburg passieren seltsame Dinge, deren Ursache aufgeklärt werden soll. Helfen können dabei junge Detektive und zwar von zu Hause aus. Der Online-Krimi verknüpft Live-Erlebnis und Online-Spiel. Ein Schauspieler, der sich vor Ort in der Schauburg befindet und mit einer Kamera ausgestattet ist, wird von Kindern durchs Haus gelotst. Das Ganze macht nicht nur Spaß, sondern ist auch spannend. So kann nämlich zudem das Theater hinter den Kulissen entdeckt werden. Tickets gibt's ab 7 Euro. Wussten Sie, meine Damen und Herren, dass in Diesen am Ammersee viele Künstlerinnen und Künstler zu Hause sind? Von dort meldet sich in dieser Woche unsere Sophia Dreier mit den München TV Heimatgeschichten. Und auch sie hat eine Künstlerin getroffen. Liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, wenn Sie wissen möchten, wo wir wieder mit unseren Heimatgeschichten gelandet sind, wir waren nämlich hier und wir waren auch noch in einer über 200 Jahre alten Kleinzinngießerei, in einem Schwimmbad für Pferde und natürlich im berühmten Marienmünster mit diesem Barockaltar. Und zur Weihnachtszeit passend in dieser Glassterne-Produktion. Schalten Sie ein, Montag bis Freitag um 7:45. Ich freue mich auf Sie. Aber na klar doch. Vielen Dank, Sophia. Morgen, am 21. Dezember, ist kalendarischer Winteranfang. Der Dienstag ist also der kürzeste Tag des Jahres. Und ab Mittwoch werden die Tage dann schon wieder länger. Auch wenn es kälter geworden ist, ein richtiger Wintereinbruch lässt auf sich warten. Mit weißen Weihnachten schaut es leider schlecht aus. Hier sind die Wetteraussichten. Mit großen Schritten geht es jetzt in Richtung Weihnachten und zum Start in die Weihnachtswoche ging es in München wieder ziemlich neblig und tristlos. Später setzte sich aber auch hier die Sonne durch. In Nürnberg schien sie schon von der Früh weg. Das haben wir der trockenen Polarluft zu verdanken. Die beschäftigt uns auch am Dienstag weiter. Gleichzeitig haben wir ein kräftiges Hoch, was sich bildet. Dementsprechend wieder meist trockenes und ruhiges Wetter, allerdings auch wieder mit ein paar Nebelfeldern. Unter dem Hochfeld verbreitet nichts. Im äußersten Nordosten streifen uns ein paar Niederschläge. Da sind sozusagen ein paar winterliche Ausreißer mit dabei, ein paar Schneeflocken. Ansonsten bleibt es verbreitet trocken. Und zum Winteranfang, zur Wintersonnenwende starten wir wieder mit viel Nebel und Grau am Himmel. Aber der lichtet sich dann im Tagesverlauf und besonders sonnig wird es am Untermain und auch wieder direkt an den Alpen. Da stört kaum eine Wolke am Himmel. Abseits davon besonders entlang der Donau teils wieder sehr zäher Nebel. Da kann es auch regional den ganzen Tag über grau bleiben. Und die polare Luft macht sich bemerkbar. Nach einer ziemlich eisig knackigen kalten Nacht mit minus 10 Grad an den Alpen bleiben wir auch tagsüber in Oberbayern verbreitet im Dauerfrost. Bei minus 2 oder minus 1 Grad ist Schluss. Ja, Richtung Ingolstadt bleibt es lange neblig trist. An den Alpen gibt es wieder von der Früh weg strahlenden Sonnenschein. Ja, und auch in München verläuft die Nacht richtig kalt. Wir haben Frost bis minus 4 oder minus 5 Grad im Stadtzentrum. Am Stadtrand ist es natürlich noch kälter. Bis zu minus 7 Grad sind hier möglich. Ja, und zum Start in den Dienstag ist es dann wieder verbreitet neblig und nachmittags sollte der sich zumindest in einigen Regionen lichten. Aber es kann auch gerade so im Norden und Osten den ganzen Tag beim nebligen Dauergrau sein. Ja, und wir bleiben auch in München. Im Dauerfrost im Stadtzentrum sind vielleicht um die 0 Grad möglich. Ähnliches Spiel dann auch zur Wochenmitte. Am Donnerstag dann so langsam mildere Luft. Nach einer frostigen Nacht schon bis zu 5 Grad, auch etwas mehr Sonnenschein. Ja, und dann pünktlich zu Weihnachten vermutlich. Es gibt weiterhin große Modellunsicherheiten. Das typische Tauwetter, deutlich mildere Temperaturen mit bis zu 10 Grad, wenig Sonnenschein. Und wir sehen auch die Weihnachtsfeiertage zumindest nach jetzigem Stand eher mild und nicht wirklich weiß. Ja.
Irgendwann kommt ja noch der Schnee, da bin ich mir sicher. Wir sind auf jeden Fall schon morgen wieder da mit den aktuellen Nachrichten aus München und der Region. Ihnen, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, noch einen schönen und erholsamen Abend. Machen Sie es gut, Servus und für Gott.